muss ein bisschen leiser reden. Und zwar ist es noch wirklich früh am Morgen. Aber Leute, es gibt was zu feiern. 1000 Abonnenten. Unglaublich. Also ich habe mich mega gefreut, als gestern 1000 Abonnenten auf Raufisch Reaktors Konto standen. Ey, Leute, unglaublich. Vielen lieben Dank. Ich habe mich wirklich gefreut. Und bei 1000 Abonnenten, da habe ich mir gedacht, da kann man mal schon was raushauen. Und ich werde auch was raushauen. Und zwar ein Raubfischreaktor-T-Shirt, hier hängt es, und dazu noch, hier ist es, in dem geheimen Sack, ja, und zwar Combat Jets. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde mal 5 Packungen Combat Jets in 5 verschiedenen Dekoren, werde ich einfach mal dazu packen. Und wie kannst du das jetzt gewinnen? Schreib mir einfach in die Kommentare, wo und auf was du mit den Combat Jets angeln würdest. Ja, und der Zufallsgenerator entscheidet dann, ja, wer diesen fetten Preis kriegt. Also wirklich, Leute, vielen lieben Dank dafür, dass es jetzt wirklich nach so kurzer Zeit 1000 Abonnenten. Ich kann dafür nochmal Danke sagen, danke an dich. Ich freue mich darüber wirklich, dass das jetzt in so kurzer Zeit so schnell ging. Und auf jeden Fall kannst du gespannt sein, es kommt auf jeden Fall noch eine Menge. Heute leider kann ich nicht angeln. Ich habe noch ein paar Termine jetzt die Woche. Ich glaube, ich kann ab Donnerstag wieder angeln. Ab Donnerstag geht es dann wieder richtig los. Da geht es dann auf Hecht und auf Barsch. Ja, ich hoffe, dass ich da was fange. Und dann, ja, jetzt geht es leider erstmal zu den Terminen. Aber es muss auch sein, also Attacke. So, wir sind jetzt am Wasser angekommen. Richtig geil. Ja, es ist ein bisschen bewölkt. Ab und zu nieselt es, also es ist wirklich wechselhaftes Wetter. Ja, ich werde hier wieder mit großen Ködern am Anfang versuchen und dann taste ich mich jetzt mal ran, aber los geht's. Ja, also irgendwie zieht sich das Wetter jetzt ganz schön zu. Also die Wolken werden dichter, es wird immer grauer hier alles und es trippelt auch schon die ganze Zeit. Der Wind wird immer stärker. Ich versuche es immer noch mit großen Ködern hier. Ja, ich will den 1000 Abonnenten Special Fisch fangen. Wäre doch richtig geil, wenn so ein richtig schöner Meterfisch einschlägt. Ja Leute, heute ist schon Donnerstag und ich fange auch heute erst an, das erste Mal für die Woche zu angeln. Heißt, wir schneiden in der Regel eigentlich am Freitag unsere Videos. Jetzt zieht sich das Wetter hier richtig schlecht zu. Also wir stehen hier vielleicht an der richtigen Stelle. Es hat angefangen zu regnen und kaum verregnet es, steht hier gleich auch ein anderer Angler. Also, ich angle auf jeden Fall weiter. Ich will auf jeden Fall selber einen Fisch fangen. Aber die Bedingungen, sage ich mal, werden schlechter. Mann, Per, hast du keinen Wetterbericht gelesen, Junge? Nö. Nö. Oh, Leute! Leute! Abbruch! Also, guckt euch das Wasser an! Guckt euch an! Abbruch! Also, ich glaube, das war's! Leute, egal wie sehr ich es wollte, ich wollte unbedingt einen Fisch fangen, aber ich glaube, die Wetterbedingungen sagen, absolut ist vorbei. Bleibt auch weiterhin schwarz und ich habe hier nur so eine Strickjacke an. Oh Mann, ey! Ja, aber auf jeden Fall, Leute, was macht ihr denn in solchen Situationen? Und ich hoffe, dass es vielleicht jetzt in so in einer 10 bis 15 Minuten vorbei ist. Aber, aua. Bin ja nicht aus Zucker, aber das ist echt krass jetzt. Moin, richtig geil. Ich bin heute wieder unterwegs. Es ist Freitag, eigentlich unser Videoschneidetag. Aber ich hatte die Woche so viel zu tun, der Per auch. Deswegen wird der Markus, mein bester Freund, heute mal der Kameramann sein. Ja, ich werde heute einfach mal eine kleine Spreerunde machen mit dem Baitcaster. Gucken, ob Hecht und Barsch wollen. Ich will mich jetzt hier gar nicht so lange an jedem Spot aufhalten. Ich werde heute, wie gesagt, Strecke machen. Ich will heute unbedingt einen Fisch fangen. Ja, hatte die Woche wieder echt viele Termine. Gestern war mein erster Angeltag, wirklich nur kurz. Ja, auf einmal dieser wirklich plötzliche, starke Regen. Da kommt man ja wirklich nicht mehr weiter angeln. Ja, ich habe wieder richtig Bock, einen Fisch zu fangen. Ich werde jetzt an der nächsten Stelle wieder mit dem versuchen. Die Stelle ist gar nicht so weit weg von hier.
ja, Strecke machen. Mein Plan für heute ist, flachlaufende Warbler und die ganzen Uferzonen hier mal wirklich abzufischen. Ich vermute einfach wirklich, Leute, guckt es euch an, ihr habt es ja gesehen, hier ist richtig, ja, das Kraut fängt gerade an zu wachsen und ich denke, genau dazwischen steht jetzt momentan der Hecht. Flachlaufende Wobbler, Mission Hecht. Los geht's. Man merkt schon wieder, es wird langsam wieder richtig warm. Also, ich glaube, ich werde bis zur Mittagssonne wieder fischen und dann vielleicht noch abends nochmal. Aber ich glaube, in der Mittagssonne macht heute wieder keinen Sinn. Wir haben jetzt eine Spreerunde gemacht. Ich dachte mir dann so, ja, lass uns noch ein paar Würfe machen. Ja, Leute. Also ich wollte noch mal ein paar Würfe am Wehr machen bei uns, weil die Barsche hier momentan richtig drinne stehen. Aber der Rapfen, der steht natürlich hier auch drinne. Die haben aber noch Schonzeit. Aber deswegen darf der jetzt ganz schnell wieder hier rein. War auch nicht mein Zielfisch. Aber richtig geil, ich habe mich entschneidert. Geil. Ich war jetzt gerade bei uns am Wehr. Um mich eigentlich zu entschneidern, da gibt es so einen strömungsarmen Bereich und da steht der Brutfisch und richtig viele Barsche drin. Ja, ich habe jetzt 3 Würfe gemacht und beim 3. Wurf hing der dicke Rapfen. War nicht mein Zielfisch, ist auch noch geschont. Deswegen gehe ich jetzt wieder zu anderen Spots. Ja, mein Ziel ist es ja wirklich, Hecht und Barsch zu fangen. Ja, weiter. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. 2 Angeltage, Donnerstag, Freitag. Leute, was ein Chaos. Donnerstag war ja wirklich, ich bin spät rausgekommen und dann hat es wirklich so hart geregnet, dass ich nach einer halben Stunde das Angeln abbrechen musste. Aber das ist Angeln, das ist die Natur. Ich wollte eigentlich weiter angeln, aber es war einfach nicht möglich. Ich war nach 10 Minuten so durchnässt, dass es wirklich meine unteren Socken, also mein zweites Paar Socken erreicht hat. Und nee, also bin ich ja nach Hause. Ja, habe es ja dann am Freitag nochmal versucht und am Freitag in die Strecke ging ja auch nicht so viel. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich werde es mal am Wehr versuchen. Ja, ich wollte ja wirklich die Barsche in dem strömungsarmen Bereich absuchen. Die standen ja auch, ich habe sie auch gesehen, zwischen den ganzen kleinen Baitfischen, die da hin und her geschwommen sind. Aber genau dazwischen steht natürlich auch der Rapfen. Aber der Rapfen ist momentan geschont und deswegen, ja, in 3 Würfen hat er sich 2-mal den Köder schnappen wollen und 1-mal hat er es geschafft. Ja, ich habe mich entschneidert, auf jeden Fall mega cool. Hat geklappt. Ich habe jetzt am Samstag was richtig Cooles vor und zwar treffe ich mich mit jemandem aus Berlin. Ja, der hat auch ein paar echt coole eigene Jerkbaits gebaut. Freue ich mich richtig drauf, die wir dann mal testen werden. Und dann, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben lässt. Und dann, ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Robbenschreckler. Bis dahin, Tightlines und Petri Heil. Ciao, ciao.